So, ich lock mich mal wieder ein. Schau mir mal heute mal wieder an, wie ich heute verarscht worden bin. Da gibt's ja sicherlich wieder die ein oder andere Verarsche. Ja. Und es sieht so aus, als wäre ich endlich mal nicht getrollt worden. Gut, ja, nein, nein, gut, ja. Outplayed, du. Hey, was haben die hier schon wieder gemacht bei mir? Wer war das? Wieso ist mein Boden kaputt gemacht worden? Welcher ein Parkett kaputt gemacht? Wieso ist hier ein Loch in meiner Wand? Digga, das Erste, was ich machen muss, ist, wenn ich mich einlogge, erstmal alles reparieren, was irgendein Holzkopf in mir kaputt gemacht hat. Hä? Zeig mal, wo wolltest du das denn hin? Ah! 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 Oh mein... Oh! 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 Hä? Digga, der Creeper hat aber mein Bett gesprengt, Junge. Holy shit, Digga, hier... drin. Der hat's einfach kaputt gemacht. Was denn hier, wenn du da oben so eine dicke Burg hast? Kevin, das ist ein sehr guter Punkt, Kevin. Ich habe da oben eine richtig dicke Burg, aber schlaf hier unten immer im Freien. Ja, Mann. Das ist eine extrem gute Frage, Kevin. Und jetzt geben wir das Wort zurück an Hugo. Kann ich da drin wohnen, wenn du da nicht wohnst. Nee, Hugo, pass auf. Wir bauen jetzt was Eigenes. Hugo, wir brauchen richtig viel Beton, ja? Hugo, hör mir zu. Ich hab hier immer 30 FPS, bitte, Dicker. Hugo, du ziehst jetzt hier oben ein. Ist mir egal, ob du 30 FPS hast oder nicht. Ja, bitte. Okay, ich tue alles. Das ist dann der Punkt, wo ich auch gehe, weil wenn du den hier hin verfrachtest, dann will ich damit nichts zu tun haben. Hugo, was ist, wenn du hier hinziehst? Guck mal. Nein, ich kann dir nicht wohnen. Ich schwöre, Digga. Was ist hier? Das ist unten über meinem Bereich. Das hier auch, Kevin? Wollten wir uns nicht connecten? Ja, aber der kann doch hier für eine Kurzzeit wohnen. Das wird ja eh relativ schnell entfernt. Weißt du, was ich meine? Ja, mir ist das egal. Das musst du mit Trimax klären. Ja, ja, das passt. Alles gut. Hugo, wir bauen dir jetzt hier ein Haus. Nein. Digga, was? Bro, Hugo, du zahlst keine Miete, Alter. Und dein Zimmer, wie ist eigentlich... Okay, hier. Dia-Schaufel. Dia-Schaufel als Miete? Digga, das ist ein Luxus-Apartment. Ja, was willst du denn? Hä? Digga, was willst du eigentlich? Ich beschütze dich vor Fallen, Digga. Und du willst mich rauswerfen. Okay, Hugo, dann machen wir einen Mietarbeitsvertrag, okay? Was ja? Ist? Sag dir das Wort Leibeigner was. Nein. Okay. Würdest du denn zustimmen, mein Leibeigener zu sein? Was ist das? Ja, mein Mitarbeiter quasi. Ja. Okay, gut, Hugo. Deine erste Aufgabe, ja? Ja. Als mein Mitarbeiter, okay? Erstmal willkommen in der Company. Hier ist dein Einweihungsgeschenk. Chicken und eine Blume. Danke. Bitte, Hugo. Deine erste Aufgabe ist, siehst du das hinter dir? Ja. Das muss weg. Aber da wäre ich gebannt. Nein. Ich würde es machen, aber ich werde gebannt. Und der hat mir 400 Euro gegeben, Digga. Okay, Hugo, ja. Dann habe ich eine andere Aufgabe für dich, okay? Ja. Kannst du mir eine Netherite-Hole machen? Digga, warum? Bro, damit ich richtig aktiv farmen kann damit. Digga, halt small, ich gebe dir Dia-Hole, das reicht. Nein, nein, Netherite, das ist besser, da wächst er schneller. Zwangsräumung, Kara, was riecht denn nach Zwangsräumung? Hugo, bleib mal stehen. Ja, da warst du, hier, komm mit. Oh. Über Syntika. Alles gut. Super, dann haben wir Patrick's Geheimversteck auch quasi ausgelöscht, dann passt das soweit. Hast du es jetzt schon zerstört? Ja, ja. Wo ist es denn? Ich will wissen, wo das ist. Das Hugo, ist gut, nimm dir ruhig die Items. Alles gut. Okay, ich bin hier. Was ist hier? Einmal rechts abbiegen, siehst du mich? Ja. Geradeaus. Was ist das? Bro, was ist das? Mhm. Wie hässlich, was ist das? Das ist das Projekt von Romatra, das neueste. Ist das ein Lavacast einfach? Das ist im Prinzip aus folgendem, das geht so, hier oben wird ein Eimer Lava gesetzt, dann lässt man die komplett runterfließen, dann lässt man einen Eimer Wasser draufsetzen, dann lässt man das komplett runterfließen, dann wieder komplett Lava, dann komplett wieder Wasser und so, ne? Und dann macht man eine riesige Cobblestone-Pyramide und das Wasser und die Lava muss immer Millionen von Blöcke herunterlaufen und das macht die Lecks, so wie es aussieht. Wir haben gerade hier mal die Lava abfließen lassen und jetzt, wo die fertig abgeflossen ist, /DPS, sind wir wieder gut dabei. Hey, der darf nicht einfach sowas machen? Guck, wie hässlich das ist, Spark. Das mag hässlich sein, aber ist ja keiner in der Nähe, außer er selbst, ist sein Nachbarsgrundstück und sonst direkt wohnt hier niemand. Digga, wie ugly. Ja. Bro, das ist doch nicht 2B2T hier, Alter. Ja, sowas in der Richtung. Nee, Spark, das geht wirklich nicht. Da müssen wir was gegen machen. Ist die von innen komplett solid? Es leckt ja, immer noch ein bisschen. Ja, klar. Hier und da immer vielleicht eine Lücke, aber der hat ja übergossen, ne? Immer eine Schicht Wasser, eine Schicht Lava, also es ist klar solid. Digga, was für ein Affe. Was für ein Affe, oder, Spark?
Also, hä? Ich habe gesagt, solange es nicht leckt, ist es halt erstmal nicht verboten. Ja, aber es hat ja geleckt. Ich fände es schon. Ja, ja, jetzt hat, sagen sie mal, angefangen, als sie gestartet haben, noch nicht. Und ich habe gesagt, vorne in den Ozean fände ich es auch nicht so nice, wenn es dann da rein so. Ach du Küfer. Oh, jetzt ist er leider in die Luft geflogen. Und die komplette Bucht zuschüttet. Ja. Und da ist er ein bisschen drüber, aber so gerade an der tolerierbaren Grenze. Und Spark, wie kannst du sowas immer tolerieren? Mann, ja. Das ist alles so hässlich, wie es hier aussieht. Ich hasse es hier. Dieses Kack-Industriegebiet. Also, die Zeit beschwert sich, dass die Regeln zu locker sind und ich das toleriere. Hey Spark, jetzt komm mir nicht so. Das ist jetzt ein Strohmann-Argument, ja? Nö, wieso? Ja, so macht man doch nicht. Hallo? 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 Hey, ich sehe euch wieder nicht. Hallo? Hey, was geht? Hey, hey, hey. Romatra? Ja? Deine Lava-Pyramide, ne? Ja, was ist mit der? Ist ein No-Go, ne? Weißt du selber. Die ist schon wieder voll im Gang in die Lava-Pyramide. Die wurde gestoppt, sie weil der ganze Server gerade vor dem Absturz war. Als ob Lava den Server abstürzen naja, kann. Naja, Lava, deswegen okay, ist der Lava auch. Nicht, Digga. Lava kein Scheiß. Alter, setz dich jetzt mit Spark auf Phoenix auseinander. Bei Gott, der ganze Server hat geleckt. Wir hatten 4 TPS. Im Nether ist die ganze Weil Zeit die Lava aber jetzt. Fließt, du Depp, Alter. In der Overworld wird's anders berechnet. Okay. Ich hab meine Skali, Bob Marley, bitte. Halt's Maul, was willst du? Wer redet da? Baby hat ein Babyface. Du hast ein Babyass. Du siehst aus wie ein scheiß 17-Jähriger. Du hast ein Babypenis, was willst du von mir? Oh. Auf keinen Fall. Ich hab mit Selina drüber gesprochen. Babyface, der ist direkt aggressiv. Geht gar nicht. Was? Dass du ein Babypenis hast? Ja, aber eigentlich geht's gut, Marta. Ja, gerade so low aussehen. Also ja, natürlich, das liegt nicht an der scheiß Pyramide, Mann. Wir haben 20 TPS, die ist komplett am Fließen. Irgendwer anders macht irgendeine Scheiße. Zwischendurch tickt die aber schon runter auf 15. Ja, zwischendurch, Alter. Was ist denn mit der Lava? Die Lava fließt doch dauerhaft. Willst du mir sagen, guck, dass man jetzt sind wir wieder 13 TPS. Das wird jetzt immer heftiger. Wegen was denn? Ja, wegen nichts. Das gibt's nicht. Guck dir die Pyramide mal an, Revi. Der gießt aus 170 Blöcken Höhe auf eine Pyramide Lava. Überleg mal, wie viel Fläche das ist. Das ist so geil. Das war meine Idee mit Romatra. Oh, die ist ja riesig. Ja, natürlich leckt was. Ey, ich dachte, was labern die für eine Scheiße? Als ob das leckt. Aber du bist ja völlig übertrieben, Romatra. Das check ich erstmal. Slash TPS. Ja. Bro, Romatra, what the fuck? Mach weiter, Romatra. Bro, Romatra, what the fuck? Geht weg von seiner Pyramide. Weg von meiner Pyramide. Romatra, what the fuck? Oh mein Gott, Bro. Romatra, bitte, Spark. Wenn du ganz lieb bist, mache ich aus dem ganzen Lava gleich Stein. Nein, Romatra, bitte nicht. Romatra, bitte, wie viel TPS haben wir? Oh mein Gott. Geht voll, 20, was willst du eigentlich? Also ich bin dafür, das dass nicht an der Pyramide. Also jetzt läuft die normal, das heißt, das ist das, die ist nicht das Problem, die muss erhöht werden. Max, guck mal ganz kurz, guck dir das mal ganz kurz an. Geh mal, Max, der macht ein Intro. Ey, guckt euch mal ganz kurz, hallo, guckt euch mal bitte, Max, guckt dir mal bitte ganz kurz einfach die Lavatextur an, wie sie fließt. Siehst du, wie flüssig die läuft? Ja, nicht so flüssig. Ey, Romatra. Ja, aber wir haben keine TPS-Probleme, guck doch mal. Nein, haben wir nicht, es gibt keine Probleme auf diesem Server. Slash TPS, 19,2. Gut. Die Pyramide alles einnimmt, ist das Craft Attack zu Ende. Warum, Junge? Ja, wisst ihr, wessen Base als erstes berührt wird? Sebo. Spark. Wisst ihr, was wir jetzt sind? Wir sind einfach richtig krasse Minecraft-Griefer. Holy shit, Mann. Das ist geil. Ey, kannst du mich irgendwie ausbilden mit Bogen und sowas, dass ich richtig gut... Wir machen morgen Bootcamp, Alter. Griefer Games. Wir müssen uns für den Kampf vorbereiten. Heute, jetzt wird gegrieft. Wir sehen jetzt schon, dass das definitiv die Ursache von Lex ist und wir sollten... Nein, ist mal, wir sind bei 18,9. Das ist wieder besser. Das wird wieder besser. Hä? Ja. Guck mal, das geht wieder hoch. Das war so Joecraft. Das liegt doch an so Joecraft. Ja, Revinzer, sorry, aber ich bin... Wir sind wieder bei 20. Die Lava hat nichts damit zu tun. Ich will Lex erkennen und es ist noch mehr Lava als vorhin, es geht wieder hoch. Erklärung, Spark. Analyse, Spark. Spark-Analyse? Ja, Spark. Das leckt nämlich gar nicht. Daher kommen die Lecks nicht. Sag doch mal was, Spark. Das müssen wir mal nachts probieren. Aber vorhin hat Jita mich auch schon hergeholt. Und da war keiner von euch hier. Und da waren noch weniger Leute. Wir sind bei 20. Oh, ja. Ja. Guck mal, wie das TNT. Wieso explodiert er nicht ab und zu TNT? Jetzt sind wir bei 20, aber das schwankt aber auch. Also, wenn ihr sie weghaben wollt, dann müsst ihr sie zusammen attackieren und wir müssen sie verteidigen. Wir müssen jetzt eine Klarstellung beschieben. Haben wir den Roleplay-Kampf? Ja, wir haben gleich den Roleplay-Kampf. Ja, okay, also es leckt auf jeden Fall sehr heftig. Ja, es leckt auch gerade. Nein, wir sind mittlerweile jetzt hier auf 15 TPS, Leute. Oh, das ist gar nichts, Alter. Mein Netzwerk hatte 10 TPS bei Minecraft und alle haben es gespielt. Hast du nicht? Nein, hab ich nicht. Das ist Babyface, oha, was ein Süßen. Ey, alter Hugo. Ey, Revi, hör mal auf! Ey, Revi! Hey, hör mal auf, mich zu töten! Hey, warum?
Hey, warum darf ich Revi töten? RDM, RDM. Ey, Revi, ich hab nichts gezündet, du Nutten. Digga, du hast meine Katze dabei. Ich weiß, aber ich hab nichts gezündet. Ich war nur unten drunter. Guck mal den ganzen Stream an. So, Chef Strobe, deine Sachen sind jetzt geiselhaft.